Ubisoft. Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt bei mir auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel der Far Cry-Reihe. Herzlich willkommen zu Far Cry Primal. Ja, liebe Leute, eigentlich hatte ich angekündigt, dass ich mit Far Cry New Dawn weitermache. Aber dementsprechend hat sich leider niemand gefunden, der sagte, okay, mit dir möchte ich gerne das Spiel zusammen machen. Und alleine wollte ich mich auch nicht in die Welt von Hope County begeben. Deswegen begeben wir uns einige Jahre zurück, ungefähr 10.000 Jahre zurück. So, heute so 12.000 Jahre der heutigen Zeit. Wir begeben uns ja 10.000 vor unserer Zeit in die Steinzeit zurück mit diesem Spiel. Ich weiß es nicht, wie es läuft, wie es wird. Keine Ahnung. Ich habe nicht viel bisher gesehen an Gameplay. Und das ist vielleicht auch gut so. Dementsprechend werden wir halt unvorbereitet in diese Zeit reisen. Los geht's. Drück X zum Starten. Auf geht's. So, wir starten rein in ein neues Spiel. Gut, ich lasse mal draußen. Wir werden das ganze Ding auf einfach spielen. Da ist für mich... Ja, dieser Modus fehlt. Modus aus... Ja, das wird Asi. Okay, dann gehen wir rein. In dieses Spiel. Wir wollen ja nicht sterben. Das gibt's. Wenn du Oros erkundest, wirst du Podeste entdecken, auf die du Tote stellen kannst, um den Geister für dein fortwährendes Überleben zu danken. Okay. Die Izila sind Neulinge im Land von Oros. Die kamen mit Feuer in den Augen und verbrannten das Land auf ihrem Weg. Hey. 2016. Zentraleuropa. Wieso heißt er Mitteleuropa? Mit Exodus geht's heute weiter mit dem nächsten Überlebenden. Winjai Damsha Mabaya Guama Udam Krauhadan Yaudan Izila Haskapuris Winjan Hiraguaspala Nu Laukas Guama Mash Apaskanti Winja Brashtar Balshayua Guashar Urus Sanshar Mas Sanshar. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Aus dem Haus Ubisoft. Das sind wir. Oder auch nicht. Der Jagd nach Mammuts. Mein Name ist Kev Gaming. Ich freue mich dabei, euch dabei zu haben bei dieser Reise durch die Steinzeit. Ich bin mega gespannt auf dieses Spiel, definitiv. Es ist zwar was älter, aber es wird sicher cool. Und danach hoffentlich mit Far Cry New Dawn. Takkar, das scheint unser Name zu sein. Bleib in der Hocke und folge Delso. Wir werden natürlich in der Hocke ein bisschen verdeckt bleiben. Der ganze Boden vibriert. Ich glaube, ihr seht das so ein bisschen. Ich bin natürlich aus dem Controller. Was? Wir müssen das Mammut da hinten holen. Ab. Ich muss mich jetzt gerade nur komplett in die Steuerung orientieren. Jage deine Beute erstmal. Aha. Okay, wir müssen heilen. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Jawohl, erwischt. Ja, momentan brauchen wir noch nicht. Moment. So, wir brauchen natürlich wieder ein bisschen. Wir werden keinen weiteren. Das Mammut erlegen. Oh, tschüss. Oh, komm. Jawohl. Geht schon gut los. Checkpoint. Suwon, Brasta. Suwon. Oh. Ein Säbelzahntiger. Aua! 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 Nicht an mich. Das gibt am nächsten Morgen auch Kopfschmerzen. Aua! Wir nehmen aber gerade auch alles mit Anbau. Und das war wohl der kleine Showdown. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Oh, Alter. Mein Shanchita Takkar. Oros weiter. Umas apaskandi winja. Rasta. Schlau Dragwasch. Shit. Uru Shanti, Patigri Shantir, Dachis 2000. Fahrt nach Oros. Jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal meinen Bogen. Muss man keinen, ne? Also das ist nicht. Okay, wir müssen Holz erstmal sammeln. Warte mal, die Frage ist, wo müssen wir hin? Schilf nehmen. Schilf kann man mal gebrauchen. Sammle Rohstoffe, um einen Bogen zu machen. Okay, wir müssen... Müsst ihr jetzt natürlich wissen. Alderholz. Okay. Da ist nochmal Schilf. So, dann haben wir das Schilf weg. Jetzt brauchen wir noch... einmal Holz und einmal Schiefer. Das könnte Schiefer sein. Das ist es auch. Feuerstein. Okay, den haben wir noch nebenbei gefunden. Da ist noch irgendwas. Jetzt sammeln wir ein. So, jetzt brauchen wir noch Alderholz, ne? Da ist noch irgendwas. Was ist das hier? Ein Alderholz. Gut, dann nehmen wir das mit. So, wir nehmen noch mehr mit. Wir brauchen ja irgendwie mal ein bisschen was. Hartholz, okay. So, dann sollen wir das Menü öffnen. Wir können einen Bogen machen. So, den haben wir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wunderbar. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich auch Pfeile noch sammeln, ne? Nein, wir haben Pfeile, okay. So, jetzt müssen wir jagen. Wir brauchen Stahl, wir brauchen Essen. Die Jagd. Um effektiv zu jagen, wäre ich Sammlung der Beute und drücke Kreis zum Ducken. Das hatten wir ja gemacht. 3 für den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Gehen sich nah dran an, die Tiere fliehen, wenn sie die hindecken. Okay. So. Ziegen sollen wir jagen. Natürlich sollen wir es jetzt nicht... Beute werden wir auf jeden Fall mitnehmen, das ist immer gut. Wir nehmen die Ziege mit. Wir haben natürlich auch wieder einen Holzpfeil dazu gekriegt. So, wollen wir noch weiter. Die sind schon mal hier in die Richtung gegangen. Okay. Weil du bleibst ja schön stehen, ne? Alter, guck ich doch. Scheiße. Okay, schauen wir doch. Scheinbar doch. Jetzt haben wir Tiger geholt gefunden und Ziege und wir haben doch auch Holzpfeile. So, zwei Pfeile, zweimal Ziege haben wir mittlerweile gefunden. Wir nehmen jetzt auch natürlich das Dings mit. Das alte Holz. Wer weiß, wofür es am Ende gut ist. Scheiße. Ah, leck mich doch. Wir haben noch zwei Pfeile. Schutz suchen. Ja, R1 Pfeile mitnehmen. Warte mal. Wir machen Pfeile. Wir haben jetzt acht Stück wieder, wunderbar. So, finde einen Unterschlupf für ein Lagerfeuer. Da müssen wir hin. Okay. Hier oder was? So, wieder alles mitnehmen hier, aber ne? Wer weiß, wofür es am Ende gut ist. So, hier ist eine Möglichkeit, im Lagerfeuer zu ziehen. Zack, das machen wir doch direkt auch. Schön das Feuerchen, damit es warm bleibt und bloß keine wilden Tiere angelockt werden. So, wir sollen jetzt eine Keule herstellen noch. Das tun wir doch auch. So, dann nehmen wir die mit. Okay. So, ich will noch die bearbeiten. Jawohl. Das nehmen wir dann quasi... Ja gut, es ist nicht zum Verteidigen, sondern eher als Werkzeug geht. Also ein Hammer oder was. Natürlich auch zum Verteidigen, aber dafür haben wir ja theoretisch auch... Ja, hätten wir die Möglichkeit, auch mit den Pfeilen zu arbeiten, wenn ich schnell genug bin. Ihr kennt doch so ein bisschen mein Aim, wenn ich dann gerne mal ein bisschen in Gefahr bin. So, dann soll das jetzt weitergehen. Jetzt sind wir in der Keule, um daraus eine Fackel zu machen. Oh, ich brenne. Upsi. So, folge den Venia-Spuren. Wir sollen einmal R3 ansetzen. Und dann soll man in die Richtung gehen. Und ob wir die wirklich die Jungs finden, das sehen wir dann im nächsten Part bei Let's Play Far Cry Primal. Bis dann und tschüss.